Ja, 0:1 Heimniederlage gegen den 1. FC Nürnberg bei uns in der MDCC Arena. Bei uns steht unser Mittelfeldspieler Daniel Fadli. Daniel, am Ende jetzt 0:1 gegen die Franken. Wie fällt dein Fazit heute aus der Partie? Ja, sehr bitter auf jeden Fall. Ich finde es schwer, jetzt so kurz nach Spielen die richtigen Worte zu finden. Tut auf jeden Fall sehr weh, weil wir, glaube ich, über 90 Minuten das Spiel bestimmt haben und auch relativ häufig im letzten Drittel von Nürnberg waren. Und deswegen, glaube ich, die Chancen, die wir dann hatten, einfach nicht gemacht. Und da waren wir nicht zwingend genug. Und hinten dann halt einmal inkonsequent und wird halt direkt bestraft. Deswegen, ja, sehr, sehr bitterer Abend für uns. Du hast es angesprochen, ihr habt das Spiel eigentlich größtenteils im Griff gehabt, teilweise bis zu 75% Ballbesitz, mehr Spielanteile gehabt. Nürnberg dann hinten raus mit der einen Chance, dem einen Tor, dann durch Usun 10 Minuten vor Schluss. War es dann im Endeffekt auch die Effizienz, die dann das Spiel entschieden hat? Absolut, wie gesagt, ich glaube, Nürnberg hatte nicht viel. Sie haben gut verteidigt, muss man ihn lassen. Wir haben da nicht wirklich die Lücken gefunden dann im letzten Drittel und waren dann eben vorne sehr effizient und mit dieser einen großen Chance dann gleich das Tor gemacht. Ja, wie gesagt, sehr bitterer Abend für uns. Jetzt trotz der Niederlage heute wieder viele Zuschauer hier gewesen, gute Atmosphäre, sehr gute Atmosphäre. Zweites Topspiel jetzt auch bei uns zu Hause in Folge nach dem Schalke-Heimspiel. Nochmal ein paar Worte zur Atmosphäre heute, zum Flutlichtspiel. Die Atmosphäre wie immer sensationell, würde ich sagen. Die Fans sehr unterstützend, auch dass wieder alle da waren, viele da waren. Die haben uns nach vorne gepeitscht und es gibt uns immer Energie. Schade, dass wir die Fans heute nicht belohnen konnten. Jetzt wartet in der nächsten Partie eine anspruchsvolle Auswärtsaufgabe dann beim KSC auf uns. Wie blickst du da jetzt voraus auf die nächste Partie dann? Ja, erstmal, dass wir dieses Spiel jetzt aufarbeiten, das analysieren, was wir falsch gemacht haben, was wir richtig gemacht haben und unsere richtigen Schlüsse daraus ziehen, um dann am Sonntag in Karlsruhe eben solche Sachen dann nicht mehr zu machen und vielleicht dann auch die ein oder andere Chance dann in Tore umzumünzen. Und dann glaube ich, bin ich überzeugt davon, dass wir auch da 3 Punkte holen können. Alles klar, Daniel. Danke für deine Zeit und gute Regeneration. Danke.